Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Turing-Test auf der Brücke. Capture 4 wäre geschafft und soweit ich weiß, stand da gerade schon The Bridge. Vermutlich wohl eins der letzten Kapitel, weil alle anderen waren mit 1, 2, 3, 4 gekennzeichnet. Und jetzt kam The Bridge. Mal gucken. Na komm schon, Spiellade. Und vor allem bin ich gespannt, wer letztendlich hier Mensch ist und wer Maschine ist. Oder ob Sarah einfach nur der Turing-Test-Gesprächspartner quasi war. Sarah also uns die Fragen gestellt hat. Oder ob Tom die Fragen gestellt hat und Tom tatsächlich eigentlich Ava, menschlich ist. Are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself. Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on Europa? Not human drones. Menschliche Drohnen. Why did the ISA install implants in the crew? It is due to the fundamental aspects of human behavior, which together constitute what the International Space Agency calls the human element. It has been made clear that the human element is neither peripheral nor optional in the pursuit of space. However, the human element is unpredictable. The implants are fail-safes. Put in place to ensure that the thoughts and actions of the crew matches the desires of the ISA. Okay. Wir haben tatsächlich menschliche Drohnen benutzt. Can't you trust us? We chose to install biometric chips in all ISA astronauts for one simple reason. We cannot trust people. The stakes are far too high. It was determined that though the probability of life on Europa being dangerous was low, the risk to humanity was catastrophic. Okay. We could not let a small contingent of humanity endanger the whole. Hier ist es wieder kompliziert. Das Rausnehmen sind ja tatsächlich sogar beide Türen zu. Wenn ich das hier reinmache, muss ich eigentlich in ihn rein und gleichzeitig oben stehen, damit ich mich wieder aktiviere. Also mich wieder habe. Aber mich kriege ich... ich komme nicht nach oben, weil ja das Ding erst aktiviert werden muss. Man, so kann ich den Schalter hin und her stellen. Und ich kann nur von hier in Tom wieder rein. Also als das ganze Geschehen als Tom lösen. Was ich aber muss, um da oben durch die Tür zu kommen, wo ich hin will, kann ich nur von hier. Kann ihn tatsächlich ja nur von hier anwählen. So, jetzt habe ich das dazu, aber kann mich ja nicht mehr sehen. Tab-Taste. Da haben wir jetzt... Ne, das ist nicht die. Welche Taste soll denn das sein auf der Tastatur? Ach, die Löschen-Taste. Klar. Delayed. Okay. Bisschen blöd gelegt, dass sie da auf der Taste ist, aber gut. Wenn das so ist, dann das muss man nur wissen. Proven our distrust of human explorers was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently. With sabotage and subterfuge, they had continued to seek their own benefit above that of the ISA. So. Okay. Das ist die Frage, wozu soll ich jetzt hier rumgehen? Achso, um das zu holen. Damit ich das wieder bepowern kann. Und er wieder das umstellt. Dann können wir wieder in unseren rein und rumgehen zur anderen Seite vermutlich. Genau, hier durchgehen. Zack. Okay, mit Tom ist das schon interessant auf jeden Fall. This is a violation of human rights. You've made me into a human drone, a slave. How could the ISA approve of such a thing? You may be consumed by a moral outrage. But sometimes the removal of freedom is for the greater moral good. You're a machine. You don't even know what freedom is.
Nein, er weiß nicht, was Freiheit ist. Nee. Oder? Wo sind denn die Teile, um den zu steuern? Oder kann... Ah, mit Tom kann man die also steuern, okay. So. Haben wir es jetzt da oben drin? Genau, jetzt müsste es ja so. Bleibst du da drauf? Jetzt fährt das Ding weiter. Okay, jetzt brauchen wir den Magneten. Ach Quatsch, so. Mit dem können wir es jetzt wieder darauf fallen lassen. Mit Löschen können wir wieder in uns rein. Jetzt hat das Teil trotzdem keinen Strom. Achso. Klar, man muss es ja auch noch bepowern. Verstehe. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Free will is an illusion. They have put their interests above the interests of the ISA and of humanity. That is why they distrust me. They would have no issue with my control if it aligned with their ignoble goals. How could they trust a machine that has a back door to their minds? You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical thing. Ob er wirklich das Richtige tut, das weiß doch keiner, oder? Vermute ich mal. Ich meine, er glaubt, er tut das Richtige, aber er ist eine Maschine. Weiß er auch, was er tut? Kann er ja gar nicht, weil es wurde ihm ja einprogrammiert. Ursprünglich würde ich mal so sagen. Do not be so melodramatic. You signed up for this. You had the implant installed. This is not slavery. This is for the good of humanity. I didn't know. Every member of the team had the implant installed into their right hand. Every member of the team agreed. Ava, you must learn to control him. Ja. Es ist eine schwierige Sache. Also, dass er jetzt die Menschen kontrolliert, ist halt schwierig. Dass er eine Hintertür in die Menschen hat. Dass er sie quasi immer über sie bestimmen kann. The power of your unconstrained will. You can either subject your mind to logic, or you can resist and have the fruits of your basest desires. The desire to survive over the desire to save others. Ach, kann man mit... Kann Tom runtergefahren, sich runterfahren? Nein. Okay, Tom kann auf jeden Fall nicht runterfahren. Ach so, so kriege ich Tom runter. Jetzt kann ich ihn nutzen, um... Super, falsche Taste, das zu machen. Dann kann er wieder hoch, meinetwegen. Brauche ich ihn nicht mehr und komme hier durch. Es ist echt schon, also zum Ende. I do not understand your obsession with free will. Researchers have found that the subconscious makes decisions up to 10 seconds before your conscious mind becomes aware of it. So, we know that free will is nothing but an illusion. I cannot steal your free will, because it does not exist. I can, however, influence your subconscious. To make the right decisions. That is not wrong. Okay. Er kann also den freien Willen nicht komplett übernehmen. Man hat immer noch freien Willen, aber... Okay, hier brauche ich sogar drei, da drüben brauche ich zwei. Oh, jetzt habe ich die Maussensitivität ein bisschen sehr hoch gesetzt. Bis jetzt habe ich ja nur den einen dort. Ich meine, den kann ich mir nehmen. Um mir letztendlich da reinzupacken. Dahinter liegt noch eins. Okay. Moment, das geht anders. Also so, da wieder rein. Ich mache mal nochmal kurz rüber. Das Ding brauche ich mal da drüben. Müsste schon reichen. Ganz rüber, glaube ich, wäre zu viel, weil dann sehe ich es durchs Fenster letztendlich wieder nicht. Wenn ich Pech habe. Okay, hätte ich. So. Kriege ich hier das nächste raus. Warte mal, da ist ein Fenster.
So. Aktuell brauche ich ja 2 auf jeden Fall dort hinten. Brauche aber auch 3 hier. Ist die Frage, wenn ich das mit runternehme, kriege ich das irgendwie wieder rüber? Mal gucken. Brauche ich das Teil auf der Seite? So. Und komm hier ran. Und habe jetzt das dritte. Ich meine, den kann ich jetzt mal da anschließen. Dann kann ich mir den mitnehmen und den mitnehmen. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den da wieder rüber? Ganz einfach. Indem ich den da raussauge, den da reinpappe und das rüberschiebe. So, jetzt dürfte ich ja alle 3 auf dieser Seite haben und die Tür öffnen können. Das Rätsel sah jetzt tatsächlich komplizierter aus, als es letztendlich war. Ein bisschen Sorgen hatte ich mir nämlich gemacht, dass ich den einen nicht mehr rüberkriege. Okay. Jetzt habe ich einen fahrbaren. Hier habe ich eine fahrbare Einheit. You can't just manipulate someone's mind. Your parents manipulate you. Your friends manipulate you. Your society manipulates you. And your experiences manipulate you. Manipulate is not a dirty word. You manipulate clay to make art. If people are manipulated to make better decisions, then that is a good thing. This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving. To manipulate people into making better decisions for the common good. That's not the same as altering someone's physical mind. It removes my power to decide. You never had that power. So it is better that I have it. You are either a slave to your impulses, or a slave to mine. Okay. Aha, schon wieder runtergefallen. Meine Güte. Der soll doch da oben stehen bleiben an der Kante. So. So, dass ich ihn von da unten aus gleich sehe. Weil ich muss hier drauf. Okay, so komme ich ran und rüber. Und jetzt kann ich ihn doch hier runterwerfen, oder? So, jetzt bleibt das nämlich aktiviert auf der Seite. Und die Tür ist offen. Und weiter geht's. Das sieht aus wie... This is the evil they found. This is why we have to stop them leaving Europa, Eva. What is it? Mostly extremophiles. Tiny singles... Huch, Entschuldigung, da habe ich jetzt vergessen, ihm zuzuhören. Das war das 5. Kapitel, was wir gerade geschafft haben. Mist, das ärgert mich jetzt natürlich, dass ich ihn jetzt nicht zu Ende ausreden lassen habe. Ich dachte, es ist wie in dem anderen Raum, dass er einfach weiterredet, während wir weitergehen. Das ist natürlich jetzt doof. Na komm, lade schon. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Capture 5. Ist geschafft. Die Brücke. Das ist die Frage, treffen wir jetzt Sarah und die restliche Crew und wir haben Tom wieder in das System gelassen, oder... Ich würde sagen, das ist Chapter 6. Okay. Kapitel 6 machen wir bei der nächsten Aufnahme. Wir sehen uns also morgen wieder hier zurück zu The Turing Test im letzten, vielleicht auch vorletzten Kapitel. Mal gucken, weil es passen theoretisch noch 2 Reihen darauf. Wir sehen uns also wieder. Ciao.